Priester sind Menschen. Es gibt Leute, die denken, wissen Sie, dass wir in gewisser Weise Engel sind. Wir sind keine Engel. Wir sind Menschen. Wir haben menschliche Bedürfnisse. Wir haben das Bedürfnis nach Liebe. Und wir haben das Bedürfnis zu lieben. Und er behandelt das in seinem Buch. Er behandelt die Liebe eines Priesters und seinen Kampf mit sich selbst und mit dem Zölibat und all dem. Eine sehr menschliche Geschichte. Die öffentliche Hand kürzt drastisch alle Kulturetats. Das Zauberwort in großer Not heißt nun privates Sponsorengeld. So reden die Maler und Tänzer, die Theatermacher und Musiker heute nicht mehr mit den Politikern, wenn sie Unterstützung brauchen, sondern mit der Industrie. Können sie das überhaupt und was wollen die neuen Mäzene aus Wirtschaft oder Bankgewerbe von der Kunst? Die Autoren der heutigen Kulturreportage haben sich diesen Sommer in diesem Lande umgehört. Wollt ihr mit dem Feuer spielen, rufen die vermummten Männer und geben auch gleich die Antwort, ja. Feuerwerksspektakel für die Eröffnung des Hamburger Theaterfestivals auf Kampnagel. Ein Feuerwerk auch für die, die alles erst möglich machten. Die Geldgeber aus der Industrie, die Sponsoren.